Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zum 15. Part von Let's Play Doom. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein Idiot. Seht ihr das da oben? Ich habe das im letzten Part etwa 10 Mal angeschaut und nicht gecheckt, dass ich einfach das machen kann. Einfach nur das. Das war alles. So, und ich hole mir jetzt die Rune. So, ja, wer halt blöd ist, der wird bestraft. Erhöht die Effektivität von Ausrüstungsgegenständen. Schalte mit der Kampfschrotflinte über explosive Fässer 10 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. 3 Sekunden pro Kill mit explosiven Fässern. Klingt nach einer Herausforderung. Nehmen wir an. Machen wir. Let's go. Und wo sind die Zombies? Sie wollen nicht sterben. So. Kommt schon. Näher, näher. Ich will nur noch ein Leben. Kommt, 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 kommt. Jawohl. Sogar mehr als genug Zeit. Oh yes. So kann es doch immer gehen, so einfach. Das hätte ich gerne immer so. So, und wenn ich das richtig sehe, kann ich jetzt 2 Runen ausrüsten. Verlängert die Benommenheit von Dämonen. Effektivität von Ausrüstungsgegenständen. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Führe 25 Tod von oben Glory Kills aus. Ich nehme mal den und merke mir das mit den Glory Kills. Gute Ausrüstung. Und jetzt, wohin, wohin, wohin? Wohin, wohin? Ja, wohin? Bin ich da nach drüben irgendwie kommen oder was? Ne, da war ich ja. Ja. Gute Frage. Ich hätte Gronks Video weiterschauen müssen. Ah, hier. Nice. Ich habe auch gesehen bei Gronk, der hat viel mehr als ich. Viel mehr Waffen, viel mehr Rüstung, Leben. Okay, ne, Leben habe ich mehr und so. Aber er hat geilere Waffen und so. Ich hab gesehen, der hat ein Maschinengewehr gehabt. Das will ich auch. Oh, Schrotflinte. Das ist alles, was ich will. Die Schrotflinte. So. Ich hoffe, es kommt einfach kein Dämon irgendwo raus. Dann mache ich das Plasmagewehr bereit, dann kann ich ihn stunnen. Oder ich spreng ihn in die Luft. Du verhinderst niemals, dass ich bekomme, was mir zusteht. Was mir versprochen wurde. Ups, würdest du bitte die Fresse halten? Danke. Oh, was ist das? Waffe, Hologramm. Dieses alte Stück Technik ist noch immer so effektiv wie zum Zeitpunkt seiner Erfindung im frühen 21. Jahrhundert. Der Holoprojektor setzt eine unsichtbare Wolke aus ionisiertem Argon frei, auf die dann mit Hilfe einer Kamera ein Bild projiziert wird. Durch die Lichtbrechung entsteht ein holographischer Effekt über dem Gerät. Das Bild kann in einem breiten Farbspektrum dargestellt werden und wirkt recht überzeugend. Die Idee eines solchen Geräts fand vor allem durch die mediale Popkultur des späten 20. Jahrhunderts Verbreitung. Okay. Gut. Was haben wir hier? Ah, das wäre Munition fürs Plasmagewehr. Wie kann ich... Ah! Nee, ich wollte eigentlich wissen, wie ich dieses Hologramm benutzen oder wie ich das wechseln kann. I don't know. Ich weiß nicht.
Kein Dunst. Aber ich fülle es halt wieder auf. So. Ah, ich muss es zerstören. Oha. Okay, ich nehme die Schrotflinte. Wir öffnen mit dem Schlüssel der Zukunft die Schnauze. Alles voller Blut. Aber keine Leichen hier. Was muss ich denn jetzt machen? Drücke E. Das ist nicht das Ende. Das ist erst der Anfang. Ach du Scheiße. Diese Frau ist bescheuert. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Komm schon! Verreck! Beide! Verreckt! Oh Gott! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Was? 1. Was ist passiert? Verreck! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Heilige Scheiße! Oh Gott! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh Gott! Es ist fertig. Der Agent-Tower ist beendet. Boah. Das hat ja nicht mehr aufgehört am Schluss und jetzt ist das Dämonentor geöffnet. Das ist natürlich, ja, kontraproduktiv, würde ich jetzt mal behaupten. Sehr, sehr kontraproduktiv. So, was wird jetzt wohl passieren? Ins Feuer. Okay. Es sieht so aus, als wäre ich in der Hölle gelandet. Ich habe 3 Waffenpunkte. Da kann ich nichts verbessern. Da will ich nichts verbessern. Da brauche ich 6. Hier brauche ich 5. Erhöht die Explosionsgröße. Dämonen, die von der Betäubung bleiben, länger betäubt. Das ist die Schrotflinte, oder? Aufgeladene Salve, Explosivschuss. Ah, da brauche ich auch 5. Dann muss ich wohl warten. So, ein bisschen Munition wäre natürlich auch schön. Er ist hier. Oh Gott, ich bin wirklich in der Hölle. So sieht also, so, hier komme ich also hin, wenn ich sterbe. Okay. Ja, was habe ich, Max? Sturmgewehr. Er ist hier. Oh. Wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben. Okay, ich muss zum Mars zurückkehren. Das ist alles, was ich muss. Und das möchte ich eigentlich auch sehr, sehr gerne. Oh Mann, ey. Hol ich mir das lieber noch zuerst ab. Oh, eine neue Waffe. Geile Scheiß!
Das Ghost-Gewehr, das kenne ich doch von irgendwoher aus Crysis oder so. Das Ghost-Beschleuniger-Design wurde von der UIC viele Jahre als Grundlage für zahlreiche Industrieprojekte verwendet. Wie den Agent-Tower oder die Erzgräber auf Deimos und Phobos. Mit nur wenigen beweglichen Teilen ist das Ghost-Gewehr eine der zuverlässigsten und wirkungsvollsten Waffen. Die Waffe zeichnet sich durch eine nahezu perfekte Zielgenauigkeit aus, was unter anderem auf die aerodynamische Form der Geschosse zurückzuführen ist. Die Munition ist günstig und jederzeit zu haben und behält ihre Zusammensetzung bei, wenn sie organisches Material durchdringt. Das Ghost-Gewehr besitzt einen erheblichen Rückschlag, der vom Schützen kompensiert werden muss. Gut, ich will das jetzt nicht wirklich ausprobieren. Oh, komm, wir probieren es aus. Holy Mother of God. Ich denke, das ist nur für die Großen geeignet. So. Hier, komm. Ich habe ihn schon aufgeschlitzt. Du wagst es? Der ist doch nicht tot. Was ist denn hier los? Okay. Die Nummer 6. Come on. Weg mit dir. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie sieht's aus mit der Kettensäge? Gar nicht gut. Wo muss ich denn hin? 62 Meter nach vorne. Die 8. Ne, die 7. Komm, wir machen das so. Auf die alte Leier. Komm, komm, komm. Komm schon, mein Freund. Ja, wagt es! Stress mich nicht, geh mir nicht auf den Sack. Komm, auf den Bauch zielen! Da ist er! Empfindlich! Oh Gott! Sag mal, hast du sie noch alle? Jetzt bist du fällig. Kommt schon, Freunde. Komm schon, spring, spring. Was ist los? Wo ist er? Da unten. Und tschüss. Du hältst ein Problem, du kannst es haben. Oh, das sind Flammen. Das ist dann weniger gut. So, die Musik ist natürlich der Oberknaller. Oh geil, was ist denn da drin? Da würde ich eigentlich gerne reingehen. Wenn es möglich ist. Hey! Und tschüss! Ja, schon maximal. Und... Ey! Scheiße. Autsch. Wo sind sie? Komm. Der erste ist schon mal weg. Und der zweite auch. Ist das zerstören oder was? Wie komme ich da rein? Ah, jetzt ist offen. Die Karte wurde aktualisiert. Okay. Ghost-Gewehr habe ich nur noch. Ah, noch 105. Und sonst sieht es eigentlich mit der Munition sehr, sehr gut aus. So.
Aber die Musik, die macht mich fertig, du. Die macht mich fertig, du. So, ich bin jetzt da angekommen, wo ich muss. Und jetzt? Nee, da sterbe ich. Ja, findet das von der UEC markierte Ausgangsportal. Ist doch das hier. Oder habe ich da was falsch gemacht? Ich bin doch jetzt da. Hallo. Oder habe ich irgendwas übersehen? Eigentlich nicht. Oder muss ich hier noch irgendetwas erledigen? Das da drin sieht relativ sexy aus. Ist hier oben jemand? Au! Das erledigen wir kurz so. So, ihr seid nur kleine Viecher, ihr macht mir nichts mehr. Vor euch habe ich auch gar keine Angst mehr. Oh, jetzt müssen wir wieder nach drüben gehen. Hier war ich doch am Anfang. Ja, hier habe ich das Ghost-Gewehr eingesammelt. Dann gingen sie hier rüber. So. Vielleicht muss ich da unten irgendwas noch finden, was ich noch nicht gefunden habe. Irgendwas. Aber was? Geil, eine Agentzelle. Aber wie komme ich da rein? Ich will diese Agentzelle haben. Und zwar sofort. Oh, komm schon. Das muss es sein. Was zum Teufel ist denn das? Ah, mit dem Ghost-Gewehr? Vielleicht hätte man so drauf schießen können. Oh Gott! Warum wirfst du eine Granate? What are you doing? Naja, ich sehe schon, ich habe schon bald 18 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen. Tschüss!